Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Heute unser 200. Rezept. Steht zwar die 201 vor, aber Video Nummer 70, Pech gehabt. Das zählen wir nicht dazu. Wir haben uns auch überlegt, wir machen nichts Besonderes, sondern erst bei 250, wenn es das denn noch geben sollte. Und man mag es kaum glauben, die Bärlauchzeit hat begonnen und Anne hat tatsächlich welchen gefunden. Ja, das wurde im Laufe der Woche natürlich sofort verarbeitet. Wir machen heute ein Kartoffel-Bärlauchsüppchen. Wir machen keinen großartigen Abspann heute. Kleiner Tipp noch, wenn die Suppe fertig ist, macht ein hart gekochtes Ei mit rein als Einlage. Schmeckt wirklich super. Ja, wenn euch das Video gefällt, ja, lasst wie immer einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Über ein Abo freuen wir uns immer und wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. So, jetzt genug gelabert, Film ab, viel Spaß. Ihr Lieben, es gibt frischen Bärlauch. Ich war im Wald und hab gepflückt. Und der möchte nun verarbeitet werden. Für unser Süppchen brauchen wir folgende Zutaten. Natürlich Bärlauch, zwei Zwiebeln, ungefähr 100 Gramm Knollensellerie, hier klein geschnitten, ca. 200 Gramm Blattspinat, Kartoffeln klein geschnitten, wobei in der Schüssel sind 300 Gramm. Hier sind noch zwei kleine, die habe ich in Würfel geschnitten, die werde ich separat kochen. Gemüsebrühe, Kokosmilch, zum Würzen Pfeffer und Salz. Und zum Anbraten brauchen wir Öl. Was wir daraus zaubern, zeige ich euch gleich. In einem Topf habe ich nun drei Esslöffel Sonnenblumenöl erhitzt. Darin sind unsere beiden Zwiebeln klein geschnitten gelandet. Die können darin ein wenig anschwitzen und dann geht es weiter. Zu unseren Zwiebeln habe ich nun unsere Kartoffeln und den Sellerie gegeben. Wie man sieht, sieht man nichts, es dampft. Das Ganze kann auch noch etwas mit anschmoren und dann geht es weiter. Unser Gemüse habe ich nun mit einem Liter Wasser abgelöscht. Daran gebe ich nun unsere Gemüsebrühe. Ich denke, so anderthalb Esslöffel werden da folgen. Und das Ganze darf 20 bis 25 Minuten jetzt köcheln. 20 Minuten Kochzeit sind vorbei, die Kartoffeln in der Suppe sind schon gar. Nun gebe ich unseren Blattspinat dazu. So. Der darf noch mal 5 Minuten mitköcheln. Und unseren Bärlauch. Ich bin blöd, ich habe den falschen Bärlauch, ich habe klein geschnittenen Bärlauch hier hinten liegen. Das machen wir gleich noch mal. Wie ihr seht, ist nun auch der kleingeschnittene Bärlauch in der Suppe gelandet. Ist nun ein bisschen mehr Bärlauch geworden, als ich wollte. Aber egal. Das Ganze darf jetzt untergehoben werden und nochmal 5 Minuten mitköcheln. Es ist soweit, wir können die ganze Chose jetzt pürieren. Und ich denke, durch den Spinatanteil wird die auch so richtig schön grün. Ja, sieht gut aus. Ein bisschen jedenfalls. Das püriere ich jetzt nur noch fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Nun gebe ich dem Ganzen noch unsere Kokosmilch dazu. Meinen Kochlöffel hier hinten um die Ecke. So. Das sieht aber gut aus. Ja, ich habe gerade schon mal genascht. Die ist auch schon gut. Etwas noch würzen mit Pfeffer. Nein, das ist Salz. Aber Pfeffer kommt auch gleich noch. So. Ich denke, das reicht. Ich denke wohl auch. Ich probiere gleich nochmal. Einmal ein Löffelchen. Sehr gut.
Nun gebe ich unsere separat gekochten Kartoffelstückchen noch mit rein. Das Ganze darf noch mal kurz aufkochen und dann ist die Suppe auch schon fertig. So, das waren unsere Kartoffelstückchen. Und nun wird gleich gegessen. Das stimmt.